Liebe Leute, es ist passiert. Ich bin immer noch komplett geschockt. Die neuen Spoiler zum One Piece Kapitel 1043 sind nicht von dieser Welt. Oder droppt ihr einfach eine der größten Enthüllungen überhaupt, seitdem One Piece läuft. Denn jetzt wissen wir auch das krasse Detail, was extra ausgelassen wurde. In diesem Kapitel selbst erweckt Ruffys Teufelsfrucht. Ruffy verflüssigt sich, Ruffy lächelt. Ruffy ist jetzt Joy Boy. Und für mich ist es glasklar, Ruffy hat die legendäre Teufelsfrucht erweckt, vor der sich die Weltregierung, die Gorosei, so fürchteten. Sprich, Ruffy hat nicht die Gum-Gum-Frucht, sondern eine andere. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Also, liebe Leute, ich habe die Spoiler wieder mal in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt kommt der zweite Part zu den Spoilern. Wir werden alles nochmal durchgehen. Ich werde versuchen, nochmal das Chapter gut zusammenzufassen. Aber natürlich wollen wir über das Ende reden, deswegen werde ich mich ein bisschen beeilen. Denn Kaido wird jetzt als Gewinner deklariert hier vom Erzähler und redet nochmal mit diesem CP0-Typen. Woraufhin Kaido aber direkt diesem CP0-Chef eins überbrät. Und es soll wohl so dargestellt werden, dass er jetzt tot ist. Trotzdem weiß man es nicht. Er wurde durchstochen von X-Drake, jetzt von Kaido. Es wäre in Ordnung, wenn er jetzt hier stirbt. Wie dem auch sei, sehen wir denn, dass Ruffy wohl tot ist. Kaido sagt hier, Ruffy ist tot. Denn Kaido ist jetzt unten bei den anderen, bei den Samurai. Und Kaido sagt einfach zu den Leuten, dass Ruffy wirklich tot ist. Und wahrscheinlich war Ruffy oder ist Ruffy auch regungslos dort einfach nur noch gewesen. Und einige Leute behaupten sogar jetzt, dass Ruffy wirklich gestorben ist und dass das Erwachen getriggert hat. Aber da halte ich erstmal den Ball flach. So, was krass ist, ist aber, dass alle sofort, als sie Kaido sehen, sich einig sind, dass sie jetzt gegen Kaido kämpfen müssen. Selbst Kid und Law steht hier in den Spoilern, die fühlen, dass Ruffy verloren hat. Da frage ich mich, wie sie das fühlen. Fühlen sie die Präsenz so mäßig, die Haki-Präsenz oder irgendwie sowas und die ist jetzt weg, die ist jetzt erloschen, sodass sie denken, okay, jetzt ist Ruffy weg. Und die beiden, sogar Kid und Law, die ja wirklich absolut ramponiert sind, die machen sich jetzt auf und wollen sogar nochmal gegen Kaido kämpfen. Was für eine Aufopferung. Und Nami. Nami nennt Kaido eine Schlange und einen Lügner. Woraufhin Kaido dann Nami angreift, aber Marco schmeißt sich davor und beschützt Nami. Daraufhin sagt Kaido, er wird so lange kämpfen, bis Momo ist ja eigentlich der rechtmäßige Shogun des Landes, bis der aufgibt. So lange kämpft Kaido, bis er seinen Gegner gebrochen hat, sprich Momo. Sogar. Und Nekomamushi und Carrot wollen auch mitkämpfen. So, Momo ist natürlich in einem totalen Zwiespalt. Er will nicht, dass die Leute für ihn jetzt kämpfen und will deshalb direkt aufgeben, aber natürlich lässt das keiner zu. Und da sagt Yamato den Satz, denn das Chapter heißt ja, let's die together, lass uns zusammen sterben. Yamato sagt den Satz zu Momo, komm, wir kämpfen, wenn, dann sterben wir alle zusammen. Das ist eher so gemeint. So, und dann kommt es. Sunisha redet über Telepathie wieder, über die Stimme des Universums oder über die Kraft von Uranus, man weiß es nicht. Redet Sunisha der große Elefant mit Momo. Und jetzt haltet euch alle irgendwo fest, wenn ihr euch irgendwo festhalten könnt. Sunisha sagt, ich höre es. Ich höre den Sound, den ich vor 800 Jahren zuletzt gehört hatte. Und dann sagt Momo fragt, was hörst du denn? Und dann sagt Sunisha, ich höre die Trommeln der Befreiung. Es gibt keinen Zweifel. Er ist hier. Momo fragt dann natürlich, wer ist hier? Wer? Und Sunisha sagt dann, Joy Boy. Joy Boy ist zurückgekommen. Und dann sehen wir das letzte Panel und da kriege ich schon wieder Gänsehaut. Wir sehen Ruffy, ausgenockt am Boden, wie ein richtig herzerwärmendes Lächeln über seine Lippen geht. Gefühlt dieser Gierdampf noch aus seinem Mund steigt und aus seinem Körper hervorsteigt. Aber auch seine Haare oder der Strohhut löst sich auf, verflüssigt sich. Was hat es damit auf sich? Die größte Frage gefühlt aller Zeiten. Was passiert jetzt mit Ruffy? Und da kann man jetzt natürlich in so viele verschiedene wilde Richtungen spekulieren. Und genau das machen wir jetzt, Leute. Aber erst einmal muss ich sagen, Leute, die das jetzt haten, die sagen, dass es öde wäre, dass Oda jetzt diese Karte zieht, diese Plotgeschichte sich aus dem Ärmel schüttelt, dass Ruffy der Auserwählte ist und deshalb jetzt jeden besiegen kann und das Powerscaling egal wäre. Leute, haltet den Ball flach. Erstmal wurde das Ruffy, die Reinkarnation oder halt Joy Boy selbst ist, das wurde schon so früh immer wieder angeteased. Es war so obvious, es war offensichtlich. Wir haben eigentlich nur noch auf so eine Enthüllung jetzt gewartet. Gemein, ganz zu Anfang von One Piece, alles war von Anfang an bestimmt, dass Ruffy derjenige ist. Deswegen kann man sich darüber jetzt auch nicht beschweren. Es ist kein Asspull von Oda. Und es war sogar direkt klar, dass es hier jetzt auf Wano passiert und dass Joy Boy auch nach Wano zurückkommt. Deswegen hat sich Kaido auch Wano Kuni ausgesucht. Er hat ja noch nicht richtig erläutert, warum er da ist. Er dachte nur damals selber, dass er Joy Boy ist. Und irgendwie wusste er, dass Joy Boy auf Wano zurückkehren wird. Und selbst als er Ruffy das erste Mal besiegt hat, hat er auch gesagt, du konntest also auch nicht Joy Boy sein. Da dachte er auch schon, das Thema wäre durch mit Ruffy, dass er Joy Boy ist. Und er selber hat ja damals auch zu King gesagt, dass
er derjenige ist, der die Welt verändern kann, weil Kaido auch irgendwelche Prophezeiungen gehört hat. Und es gab ja auch von Toki die Prophezeiung, dass in 20 Jahren die Samurai kommen und die Dämmerung. Darüber hat Toki auch geredet. Und jetzt gerade, und ich glaube, das sieht man auch bei Ruffy, dort, wo er dort liegt, da sind ein paar härtere Schatten. So als würde wirklich gerade die Sonne aufgehen, als würde gerade die Dämmerung kommen. Da haben wir wieder das mit dem Die und der Dämmerung. So, ich glaube, beziehungsweise eigentlich ist es für mich klar, dass hier am Ende des Kapitels das Erwachen von Ruffys Teufelsfrucht gezeigt wird. Ich frage mich nur, wie das funktioniert, wie es getriggert wurde, und man kann das Erwachen dieser Gum-Gum-Frucht, sagen wir es erstmal so, kann man auch nicht gleichsetzen mit anderen Teufelsfrüchten, wie jetzt Kid und Law. Das Erwachen deren Früchte war komplett anders. Und was passiert jetzt mit Ruffy? Lass uns kurz darüber reden. Wird er jetzt flüssig? Flüssiges Gummi? Diese Theorie gibt es schon ewig, dass die Gum-Gum-Frucht, das Erwachen, einfach das flüssige Gummi ist, dass Ruffy dann sich verflüssigt, dass noch ein weiterer Zustand, so dass das weitere Ausdehnen von Gummi ist dann einfach nur noch flüssig zu werden, um sich noch weiter auszudehnen. Aber das wäre irgendwie lame. Sunisha wusste ja auch, dass Joy Boy jetzt dort wieder aufersteht. Ich frage mich jetzt nur, ob das wirklich Ruffys Lächeln ist. Das habe ich gestern schon ein paar Mal gefragt, so auf dem Discord bei Kage und so. Dieses Lächeln, was wir hier von Ruffy sehen, ist das Ruffys Lächeln? Weil mit Ruffys Körper passiert gerade was, was Ruffy, glaube ich, selber auch nicht wusste oder geplant hat. Und er ist sich dieser Kraft auch nicht bewusst. Und dieses Lächeln ist für mich ein bisschen Out-of-Character-Lächeln von Ruffy, so. Als wäre er sich gerade dieser Badass-Fähigkeit bewusst, dass er jetzt erweckt und sowas. Das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen, jetzt die Frage. Es klingt zwar albern, aber übernimmt jetzt Joy Boy die Kontrolle über Ruffys Körper? Und außerdem steht da noch in dem Panel, dieses Grinsen wird hier mit Nika beschrieben. Also Sonnengott Nika. Wisst ihr ja alle. Ich glaube immer noch, dass Sonnengott Nika, beziehungsweise die Kräfte von Sonnengott Nika, auch die Kräfte von Joy Boy waren. Und dass diese Kräfte jetzt auch in Ruffy übergegangen sind. Vielleicht war ja sogar der Sonnengott Nika Joy Boy selbst. Deswegen, dieses Lächeln wird hier als Nika übersetzt, was aber extra anders geschrieben wurde, so dass man es auch mit dem Sonnengott Nika verknüpfen kann. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Zeit viel darüber spekulieren. Ich kann mir vorstellen, dass Ruffy sich jetzt wirklich zu diesem Sonnengott Nika verwandelt. Wir kennen ja diese eine Silhouette, der sah ja auch so ein bisschen schlaksig aus, ein bisschen goofy, ein bisschen gummiartig, und die Haare standen hier so komisch wabbelig zu Berge. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt mit Ruffy auch passiert. Die Frage ist nur, in den Spoilern steht noch so, dass sich der Strohhut von Ruffy auflöst, aber auf dem letzten Panel kann man es nicht richtig deuten. Sollte der Strohhut sich hier auch verflüssigen, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass dieser vereiste Strohhut im Keller von der Weltregierung bei Imsama, dass der vielleicht jetzt auch verflüssigt ist und dass dadurch die Weltregierung weiß, okay, die Frucht ist erweckt. Denn vor einigen Chaptern hatten wir die Gorosei, die gesagt haben, nachdem sie den Schatten von Sunisha wahrgenommen hatten, dass diese Frucht selbst für uns eine Legende ist. Und sie darf nicht erwecken, um keinen Preis. Und dann meinte der eine Gorosei, ja, aber wie willst du das erklären? Wie willst du das jetzt erklären, dass das passiert? Nämlich der Schatten von Sunisha, dass der auftaucht. Das ist das Indiz für die Weltregierung, für die Gorosei auch gewesen, dass diese legendäre Frucht jetzt kurz vorm Erwecken ist. Und dass es selbst für die eine Legende sei. Und jetzt haben wir Sunisha da, der sagt, Joy Boy ist jetzt zurückgekommen. Ich höre die Trommel der Befreiung. Und Ruffy verwandelt sich zu Joy Boy, zu Sonnengott Nika. Da frage ich mich jetzt wirklich, wie viel ist es wirklich das Erwachen, was Ruffy jetzt erreicht hat, oder wie viel ist jetzt Prophezeiung, Schicksal und schon vorausbestimmt, dass es jetzt genau zu diesem Zeitpunkt passiert. Vielleicht war ja auch das Triggern dieser Frucht genau getimed zu diesem Tag, beim Sonnenaufgang, bei der Dämmerung, die ja jetzt vielleicht gerade passiert. Vielleicht war das von vornherein so bestimmt, denn Toki und so konnte das ja auch auf den Tag genau timen. Und auch Sunisha ist ja perfekt dorthin gelaufen zu diesem Zeitpunkt. Wahrscheinlich, weil es genau vorausbestimmt war, dass jetzt diese Frucht erweckt. Nur jetzt die Frage natürlich in den Raum, welche Frucht hat Ruffy? Weil diese passive Mitbringfähigkeit, dass Ruffy jetzt Gummi ist oder Gummi war sein ganzes Leben, das kann man sich ja nicht wegdenken. Und er hat ja wirklich die Eigenschaften von Gummi gehabt. Es ist ja nicht so, dass er sich nur ausdehnen konnte oder so. Nein, hätte er sich nur ausdehnen können, dann wäre ja auch Elektrizität und so effektiv gegen ihn. Er war ja wirklich Gummi oder ist wirklich Gummi. Vielleicht ist es ja auch wirklich nur die Gum-Gum-Frucht. Und Joy Boy hat seine Seele oder seinen Willen irgendwie daran gebunden oder sowas. Und jetzt steht er auf. Also, die beste Theorie, die wir gestern im Discord uns ausgeklügelt haben, ist meiner Meinung nach, dass die Gum-Gum-Frucht eigentlich die Willensfrucht ist. Und dass man mit dieser Frucht alles machen kann. Und dass Ruffy eigentlich nur zu Gummi wurde, weil ihm das halt so gesagt wurde von Shanks Crew. Und damals, das allererste Mal, wurde die Gum-Gum-Frucht ja getriggert, als Ruffy in Makinos Bar einfach rausgehen wollte. Er wollte einfach rausgehen, Shanks hat ihn festgehalten und die Konsequenz, das Resultat ist, dass sein Arm sich streckt. Aber Ruffy wollte halt rausgehen. Deswegen hat der Arm sich gestreckt. Da hat das Universum so mäßig dann eine Lösung gesucht, wenn ihr versteht, was ich meine. So. Und dass man mit dieser Frucht eigentlich alles machen kann, dass der Wille nur zählt. Und da Ruffy gesagt wurde als Kind, das ist die Gummifrucht, du bist Gummi, hat Ruffy halt auch das die ganze Zeit gedacht. Und auch diese Sachen, was Kaido jetzt meinte, wie kann er denn die Richtungen ändern von seinen Schlägen und so, das sollte Gummi eigentlich nicht tun, ist einfach die Erklärung, ja, weil Ruffy das will. Und auch diese Verwandlungen wie Gear 4 und sowas, die haben ja eigentlich gar nichts zu tun mit Gummi. Leute, ihr merkt schon, ich kann ewig darüber spekulieren, was für eine Frucht Ruffy wirklich hat. Es ist
auf jeden Fall geisteskrank. Die Frucht ist erweckt. Genau zu diesem Zeitpunkt. Ruffy lächelt badass-mäßig auf dem Boden. Verflüssigt sich gerade. Ich kann wirklich schwer mir was vorstellen, was jetzt da die Lösung sein soll. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wir werden natürlich im Chapter-Stream, der wird komplett eskalieren diesen Sonntag, werden wir drüber reden. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich gucke da auf jeden Fall rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.